whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen in The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Heute habe ich einen ehrwürdigen, sehr alten Single Malt Whisky vor mir, und zwar den Lockes, 8 Jahre alter. Ist er wirklich so alt? Nein, er ist 8 Jahre, vielleicht ein bisschen älter. Aber er hat eine sehr, sehr lange alte Tradition. Und das kann man hier drauf lesen. Und zwar seit 1757. Und zwar geht der auf die Old Kilbeggan Brennerei zurück. Und da habe ich hier mal ein Video im Internet, als ich diese Old Kilbeggan Brennerei in Irland besucht habe. Da geht er darauf zurück, das war eine Marke, die wohl dort hergestellt wurde, und zwar in der Nähe in dieser Brusnah Distillery, die es dort gab. Na gut. Ich muss zugestehen, als ich das damals dort, letztes Jahr 2010, besichtigt habe, habe ich da nicht ganz aufgepasst, weil der Lockes hat mich nie so wirklich interessiert. Ich hatte ihn noch nie probiert, das mache ich heute zum ersten Mal. Auf jeden Fall gab es damals eine Firma John Lockes and Son, John Lockes und Co. Limited. Und die wurde 1757 gegründet. Da resultiert jetzt auch die älteste Brennerei Irlands, 1757 Old Kilbeggan, mit dazu. Jetzt glaube ich, kommt mir die Erinnerung, ich glaube, die Old Kilbeggan Brennerei hieß früher Brusnah Distillery. Ja, könnte so sein. Bin mir nicht ganz sicher. Und da hängen sie jetzt mit dran, denn die Brennerei war lange Jahre geschlossen. Jetzt hat sie wieder angefangen zu brennen, vor 2 Jahren oder so. Und das Besondere daran ist, damit kann dieser Single Malt Whisky mit 8 Jahren nicht aus dieser Brennerei stammen, die hat nämlich gar nicht produziert. So, wo kommt er her? Aus der Cooley-Brennerei, wo so anderes berühmte Single Malt Whiskys wie der Connemara, blende ich ihn hier mal ein, auch herstammt. Und der Tyrconnell, den probiere ich demnächst mal, dann blende ich ihn hier auch ein Video ein, wenn ich den dann soweit habe. Wo sie sich jetzt hier ein bisschen dran hinhängen, ist, dass dieser reifte in unseren 200 Jahre alten Whisky-Warehouses. Und damit haben sie dann wiederum recht. Reifen tut der Whisky dort bei der Old Kilbeggan Brennerei und nicht bei der jungen Cooley's Brennerei, weil da reicht der Lagerplatz mit den Lagerhäusern einfach nicht aus. Also da verfrachtet man den Whisky dann zu der Old Kilbeggan Brennerei und reift ihn da weiter. Das stimmt also. Noch eine Besonderheit auf dem Etikett, da steht drauf Pure Pot Still. Sie können mal nach Single Pot Still oder nur nach Pot Still bei uns im Blog suchen. Und da kriegen Sie dann mit, dass ich 2011 zur Einführung der neuen Single Pot Still Whiskys von Middleton nach Irland geflogen war. Und davon kann ich dann berichten. Und früher hießen diese Whiskys Pure Pot Still. Heißt, dass der gesamte Whisky nur in Pot Stills hergestellt wurde. Und dabei muss es kein Single Malt sein, auch nicht mal ein Pure Malt, sondern er musste nur irgendwelche Maische in Pot Stills gebrannt sein. Ob die nun gemälzt war oder ungemälzt war, ob die nur aus Gerste war oder aus Mais, war vollkommen egal. Es nannte sich ein Pure Pot Still, weil es auf den Fabrikationscharakter, auf die Pot Stills ankam, die den Whisky etwas würziger, etwas schärfer, etwas interessanter machen, als die Destillationskolonien in Irland sonst so üblich waren. Der hier wurde bei der Cooley's Brennerei hergestellt, und zwar ausschließlich auf Pot Stills und zusätzlich noch als Single Malt. Und wenn man hier Pure Pot Still draufschreibt, dann hat es natürlich Ärger gegeben zwischen dem Jameson-Konzern, der dort die Middleton-Brennerei betreibt und dort die Pure Pot Still für sich reklamiert hat. Und hier steht es nun bei Lockes noch drauf oder immer noch drauf. Hat man nun umgangen zum Single Pot Still, aber ich kann mir vorstellen, dass auch hier irgendwann Single Pot Still draufsteht. Es ist ja auch ein Single Pot Still, und da kann nicht irgendein Unternehmen sagen, der Name gehört mir. Man könnte ja auch Lagavulin sagen, Single Malt gehört mir, kann kein anderer Single Malt draufschreiben. Also hier Pure Pot Still, das ist Pure Pot Still. Die sagen nichts Falsches. So, lange Vorrede, jetzt kümmern wir uns um den Inhalt. Was erwarte ich? Ich erwarte mir einen sehr einfach zu genießenden, vergleichsweise jungen Single Malt Whisky. Die Flasche ist auch nicht wahnsinnig teuer, kann sich jeder leisten.
8 Jahre ist auch noch nicht das Alter, dass man jetzt sagen würde, ja, ein toller Alter, sondern sagen wir mal das Mindestalter, was man für einen guten Single Malt Whisky erwartet. Hui, eine ganz vordergründige Fruchtnote und vielleicht ein Hauch von Rauch. Aber die Frucht ist sowas von dominant, selten einen fruchtigeren Single Malt erlebt. Süß. Könnte fast ein Likör sein. Wahnsinn. Also so umschmeichelnd, lieb und nett. Keine Ecke, keine Kante, kein Alkohol. Wenn da ein Hauch von Rauch war, ist er jetzt auch weg. Toll. Süffig, aber wenn man ganz lange dran riecht jetzt, dann bleibt nicht mehr so wahnsinnig viel übrig, weil ihm halt die Ecken und Kanten fehlen. Schön. Das probiere ich ihn gleich. Malzig intensiv heißt es offiziell. Intensiv ist er nicht. Blumig. Weich, Malz ist auch da, ja. Warm. Kein Brennen im Hals. Ganz weich. Abgang ist auch nicht wirklich lang. Und damit ist er ein idealer Begleiter zum Essen oder sogar als Aperitif, nee, als Digestiv vor dem Essen. Aperitif vor dem Essen, Digestiv nach dem Essen. Mein Französisch ist schon lange her, aber es geht schon noch. Ja, schöner, runder, weicher Whisky. Wenn jemand sagt, oh, ich mag Whisky nicht, den wird er wahrscheinlich mögen. Wirklich lieblich, freundlich, angenehm. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.